Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem IÜR-Forum, das heute sehr im Naturschutzthema steht. Wir freuen uns ganz herzlich, Herr Professor Dr. Matthias Herbert vom BFN begrüßen zu dürfen. Er ist anwesend und es ist für uns auch ganz besonders, dass wir hier mal zu dritt wieder zusammensitzen können. Das haben wir schon lange nicht mehr gekonnt. Und ich möchte Ihnen erstmal Herrn Herbert vorstellen. Er ist Jahrgang 1966, ist in Greiz in Thüringen und Gera zur Schule gegangen und hat seine Lehrausbildung dort gemacht. Sein Studium der Landwirtschaft und Geografie hat er an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg absolviert und ist seit 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesamt für Naturschutz im Fachbereich Eingriffsregelung. Und seit 1999 Leiter der BFN-Außenstelle in Leipzig und zugleich Leiter der Abteilung Natur und Landschaft in Planung und Projekten erneuerbare Energie. Und seine inhaltlichen Schwerpunkte sind Eingriffsregelung, FFH, Verträglichkeitsprüfungen und Umweltprüfungen. Und das wäre jetzt erstmal zum ersten Referent und wir haben dann einen Co-Referent, den Herrn Professor Dr. Wolfgang Wende. Er ist hier am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Er leitet den Forschungsbereich Wandel und Management von Landschaften und ist außerdem an der TU Dresden Professor. Dann würde ich jetzt bitten, Herrn Herbert, seinen Vortrag zu Perspektiven der Landschaftsplanung, aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen uns vorzutragen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Mattei. Meine Damen und Herren, zunächst mal ganz herzlichen Dank an das IÜR für die Einladung, und vor allem auch, dass Sie sich für das Thema entschieden haben. Das, denke ich, lohnt sich, über Landschaftsplanung zu reden. Und ich werde einige Schlaglichter bringen. Ich glaube, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was ich heute vortrage. Aber umso mehr freue ich mich, dass die Resonanz so groß ist. Und ich verzichte jetzt mal darauf, die mir Bekannten, die ich hier sehe, zu begrüßen. Aber ich freue mich, dass das Interesse so breit ist und wir vielleicht über das eine oder andere Schlaglicht auch reden können. Ja, das Thema Landschaftsplanung ist, denke ich, nach wie vor wichtig, auch wenn sie immer mal stiefmütterlich behandelt wird. Aber sie ist nach wie vor das zentrale Instrument des Naturschutzes, als sozusagen wichtiges Perspektivinstrument für die Anliegen des Naturschutzes und der Landschaftspflege selber, aber auch mit Blick auf die Zukunft, wo wir steigende Nutzungskonkurrenzen haben und auch gesellschaftliche Anforderungen haben. Dazu werde ich jeweils was sagen. So, jetzt wird es technisch anspruchsvoll. Ja, vielleicht nur dieses Schaubild, das ist, glaube ich, in der Republik allgemein bekannt, aber ich habe es trotzdem noch mal mitgebracht, um sozusagen einen Überblick zu geben, was zum einen die Aufgaben der Landschaftsplanung sind, also räumliche Zielkonkretisierung, Erfordernisse und Maßnahmen, also unser ureigenstes Anliegen, aber eben auch die Ansprüche der räumlichen Planung, der Objektplanung. Sie sehen das da am rechten Rand in diesen grauen Kästen. Raumordnung aller möglichen Fachplanungen, aber auch Zulassungsverfahren und nicht zuletzt die kommunalen Anliegen der kommunalen Entwicklung. Auch wenn das vielleicht ein bisschen exotisch erscheint, aber ich jedenfalls nehme das zunehmend wahr, dass immer wieder doch auch Ansprüche an eine aktuelle, moderne Landschaftsplanung gestellt werden aus diesen Fachbereichen. Und da wollen wir uns ein bisschen vertieft drüber unterhalten. Landschaftsplanung auf allen Ebenen habe ich mal auch den Bund mit hier hingeschrieben. Ich weiß wohl, wie das Bundesnaturschutzgesetz geregelt ist. Aber auch selbst auf der Bundesebene haben wir zunehmend Bedarfe strukturiert, unsere Ziele und Erfordernisse in gewisse Prozesse an Land einzubringen. Wir als BFN selber sind ja auf der Hohen See sogar zuständige Naturschutzbehörde, wo wir auch schon
den Bedarf erkannt haben einer Fachplanung, die sich mit Naturschutzfragen auseinandersetzt, sozusagen auf der Bundesebene anzusiedeln. Aber natürlich dann auch die Ebenen Land, Region, da komme ich nachher nochmal vertieft drauf, Gemeinde bis hin zum Objekt. Und das, was ich schon sagte, also Bestand, Bewertung zu erwartender Zustand, das sind so die üblichen Aufgabenbilder. Aber was eben wirklich aus meiner Sicht an Bedeutung gewinnt, ist die adressatenbezogene Vorbereitung der instrumentellen Umsetzung. Das heißt, spricht die Landschaftsplanung auch die Sprache anderer Fachplanungen und sind die Darstellungen verwertbar? Das ist einer meiner Lieblingssätze im Bundesnaturschutzgesetz, ne, dass auf die Verwertbarkeit in anderen Planungen, Verwertbarkeit der Landschaftsplanung in anderen Planungen Rücksicht genommen werden soll und muss. Und das Ganze sozusagen auch dann eben in andere Planungen, Entwicklung einfließt, wenn ich nur allein mal an verschiedene Eingriffsvorhaben denke oder auch an die digitalen Entwicklungen, auf die ich nachher noch vertieft eingeben werde. Wozu Landschaftsplanung? Natürlich erstmal die Anmeldung der facheigenen Bedarfe, also Konzipierung räumlicher Sollvorstellungen, wo wollen wir hin, was will Naturschutz selber, inklusive der naturschutzinternen Abwägungen, auch da sind ja nicht immer alle Ansprüche harmonisch, aber da brauchen wir sozusagen eine Befassung mit unseren eigenen Bedarfen selber. Und auch Bewertungsmaßstäbe bei Naturschutzprüfungen, aber eben auch die schon angesprochene Vorbereitung der instrumentellen Umsetzung. Also dass wir eben auch durch gedankliche Durchdringung da unsere Argumente besser bringen können, auch einfließen lassen können, bestimmte Handlungsoptionen entwickeln und damit sozusagen zu einer Qualifizierung der raumbezogenen Gesamtplanung beitragen können. Das vielleicht nur der Ordnung halber, habe ich mir von Andreas Mengel erlaubt, so ein bisschen abzuschreiben. Der hat das so ähnlich auf den Deutschen Naturschutztag gebracht und das fand ich halt so überzeugend, dass ich es hier nochmal bringen wollte. Ich komme jetzt zum nächsten Gliederungspunkt meines Vortrags, derzeitiger Stand. Und wenn ich schon mit der Bundesebene operiere, dann will ich hier auch einige Beispiele mitbringen, von denen ich meine, dass sie eben wichtig sind für die Planungen auf übergeordneter Ebene, auf der Bundesebene. Deswegen möchte ich Ihnen nochmal das Bundeskonzept Grüne Infrastruktur vorstellen mit seinen Bestandteilen. Das kommt ja nicht von ungefähr, dieses Bundeskonzept. Es ist zum einen angehängt an die Kommunikation der Europäischen Kommission von 2013 zur grünen Infrastruktur, wonach es also ein strategisch geplantes Netz von grüner Infrastruktur geben soll. Und das muss man ja auch irgendwie mal konkretisieren. Deshalb hier das Rückgrat grüner Infrastruktur. Nebenbei bemerkt noch, die erzähle ich immer gerne so anekdotisch, das Bundeskonzept Grüne Infrastruktur haben wir ja mal in einem müden Moment auf Englisch übersetzen lassen und seitdem gelten wir also in der Europäischen Union als führend in der grünen Infrastruktur, nur weil sie es alle verstehen können, aber das eher wirklich als Anekdote. Also Bündelung existierender Konzepte auf Bundesebene, auch in gewisser Weise die Konkretisierung bestimmter Ziele der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt und natürlich Bereitstellung von bundesweiten Informationen und Bewertungsgrundlagen, weil alles das, was ich hier aufgezeigt habe, gibt es ja auch als sozusagen eine gebündelte Datengrundlage. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Ich könnte jetzt mehrere Konzepte nennen, die sozusagen auf diese Datenstruktur zurückgegriffen haben. Und das zeigt eben, dass es doch so wichtig ist, auch mal so ein übergreifendes, übergeordnetes Rückgrat zu haben und für die Planung Dritter da Orientierung zu bilden. Und auch noch was auf der Bundesebene, das geht jetzt zwar sehr stark in die Objektebene, aber der Masterplan Stadtnatur, der eben auch nochmal das Thema grüne Infrastruktur aufgreift, um diese auch rechtlich zu stärken, auch hier Bundesförderungen sozusagen grüner zu machen,
stark unter Landschaftsplanung. Da komme ich dann gleich noch drauf aus aktuellem Anlass. Und die Unterstützung bei der Kommunen bei Investitionen in die urbane grüne Infrastruktur. Also das sozusagen auch eine Flankierung, das kriegen Sie im Prinzip auch nur umgesetzt mit einer aktuellen modernen Landschaftsplanung. Und das leitet doch glatt zu meiner nächsten Folie über. Ich glaube, da sind alle ein bisschen stolz und beruhigt, dass also das Insektenschutzgesetz es tatsächlich noch geschafft hat. Und damit sozusagen auch eine Stärkung der Landschaftsplanung einhergeht, also Fortschreibungspflicht für die Landschaftsrahmenpläne aller 10 Jahre, Landschaftsplan zumindest eine Prüfpflicht auf ein Fortschreibungserfordernis, aber auch nochmal das Thema Grünordnungsplanung mit einem erweiterten Aufgabenverständnis hier einzuführen. Und die Inhalte dieser Planarten sind eigenständig zu erarbeiten und darzustellen. Ich glaube, das gibt nochmal einen Schub für Landschaftsplanungen auf allen Ebenen. Da habe ich nachher auch nochmal ein paar Beispiele, die genau auf diese Regelung Bezug nehmen und da auch ihre Motivation draus beziehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für das Instrument Landschaftsplanung. Und diese Fortschreibungspflicht kommt ja nicht von ungefähr. Wenn ich Ihnen jetzt mal hier den Stand der Landschaftsrahmenplanung deutschlandweit zeige, das ist also eine aktuelle Auswertung aus unserem Landschaftsplanverzeichnis vom Juni diesen Jahres, wo wir also sehen, da gibt es doch sehr aktuelle, aber es gibt eben auch nicht ganz so grüne Bereiche. Und das zeigt sich also, dass es da doch heterogene Stände gibt. Gibt also eher im süddeutschen Raum Länder, wo die Landschaftsrahmenpläne über 20 Jahre alt sind. Dann gibt es so eine 10-Jahres-Spanne, wo die sich bewegen hinsichtlich der Aktualität. Die hier in der Abbildung schraffiert dargestellten Flächen und Pläne befinden sich gerade in einer Aktualisierung und Fortplanung. Aber das Ganze zeigt eben, dass wir da doch Nachholbedarf haben. Und gerade wenn wir eben an so aktuelle Entwicklungen denken wie erneuerbare Energien, Klimaschutz, Klimaanpassung, komme ich nachher auch nochmal drauf zurück, dann geht das halt nur, wenn wir da aktuelle Landschaftspläne, insbesondere Landschaftsrahmenpläne haben. Also hier nochmal so ein bisschen statistisch aufbereitet. Derzeit sind ca. 60% der Bundesrepublik durch Landschaftsrahmenpläne abgedeckt, aber eben 40% sind über 20 Jahre alt. Also da zeigt sich dann doch so ein bisschen Handlungsbedarf, den vielleicht hier nochmal untersetzt. Die Landschaftsrahmenpläne in Schleswig-Holstein sind also die derzeit aktuellsten. Gleichzeitig ist auch die beplante Fläche sehr heterogen, also unter 200 Quadratkilometer und 7000 Quadratkilometer. Also das Ganze ist doch sehr, sehr heterogen. Ich glaube, das kann man getrost den jeweiligen Ländermodellen überlassen, aber das Stichwort ist eben wirklich hier Aktualität. Wenn wir noch bei den aktuellen Trends oder zu den aktuellen Trends kommen, war mir noch wichtig, auf die Planzeichen zur Landschaftsplanung hinzuweisen, die ja in unserem Auftrag erarbeitet worden sind, die also vor allem dazu führen sollen, dass die kartografische Darstellung verbessert wird. Und damit geht natürlich auch immer eine stärkere inhaltliche Strukturierung von Landschaftsplanung einher. Das heißt, wenn die Planungssprache einheitlicher wird, die Systematik einheitlicher wird, dann steigt natürlich auch die Verwertbarkeit dieser Darstellung. Ich will damit nicht sagen, dass wir sozusagen bundesweit einheitliche Landschaftsrahmenpläne oder Landschaftspläne brauchen. Aber wenn sich die Systematik sozusagen ein bisschen annähert und da alle mitnimmt, dann gibt es da doch Mitnahmeeffekte, übergreifende Zusammenführung von Daten und Zielkonzepten. Und was natürlich ganz wichtig ist in heutigen Zeiten, dass diese Symbolpaletten auch für die digitalen Anwendungen aufbereitet worden sind und dort sozusagen Einfluss finden können. Das, denke ich, kommt bei diesem Thema
Digitalisierung kommt es dann nochmal. Ja, vielleicht auch noch ein aktueller Trend, den habe ich jetzt gar nicht so folienmäßig aufbereitet, aber den nehme ich jedenfalls so wahr, dass es auch häufig den Trend zu Teilfortschreibungen gibt. Es kann das Thema Landschaftsbild sein, es kann das Thema Energiekonzepte sein oder eben das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung. Also da, wo der Schuh drückt, wird auch wirklich was gemacht. Und da vielleicht hier mal eine Auswertung, die Herr Heiland von der TU Berlin in unserem Auftrag gemacht hat, wo es darum geht, mal auf Energie- und Klimaschutzkonzepte zu gucken. Die sind jetzt nicht in dem Sinne in der Landschaftsplanung, aber einfach mal diese Konzepte anzugucken. Die enthalten eine Vielzahl von Maßnahmen, aber der Bezug zu Naturschutz, zu Naturschutzmaßnahmen ist halt doch relativ gering. Und das zeigt doch, dass wir sozusagen diesen aktuellen Trends doch mehr Aufmerksamkeit widmen sollten und da auch Luft nach oben ist. Ich glaube auch nicht, dass die Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte da völlig unzugänglich sind, aber da kommt wieder dieses Thema Planungssprache, ne? Wie kommen unsere Anforderungen, unsere auch Angebote, unsere Potenziale da rein? Hier ein Thema der Ökosystemleistung in der Landschaftsplanung, das hat die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf für uns aufgearbeitet. Da auch herzlichen Gruß hin. Also sozusagen die Stärkung einer naturverträglichen räumlichen Steuerung durch die Veranschaulichung von Ökosystemleistungen. Ich habe hier mal das Thema CO2-Speicherung mitgebracht aus dem Landschaftsrahmenplan Lüneburg, wo wir eben einen Nutzungsmix von Acker und Grünland haben und wo man sozusagen die CO2-Äquivalente ausweisen konnte und verknüpft mit dem Kostenansatz des Umweltbundesamtes, die von 180 Euro pro Tonne CO2 sprechen, kommt man dann eben hier auf so einen Schadenskostensatz von 17 Millionen Euro pro Jahr bezogen auf das Thema CO2-Ausstoß oder CO2-Speicherung. Und das ist eben der Anspruch oder die Idee dahinter, die quasi über die Veranschaulichung von solchen Schadenskosten eben auch Entscheidungsträger dazu zu bringen, da was zu tun und da aktiv zu werden, eben auch Fachwissen zu vermitteln. Noch ein weiteres Beispiel habe ich mitgebracht, dass ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz eine Aktion gestartet hat, die kommunale Landschaftsplanung zu aktivieren. Impuls kommt im Prinzip aus dem dortigen Volksbegehren Rettet die Bienen in Bayern. Und jetzt sozusagen, und da eben die Top-Themen biologische Vielfalt, Flächeninanspruchnahme, also alles, was so die derzeit drängenden gesellschaftlichen Fragen sind, kommen wir da weiter? Und hier sozusagen die Landschaftsplanung zu aktivieren, als Vorsorgeinstrument da vorauszudenken und nicht nur zu reagieren und unterzuordnen, sondern da auch konzeptionell was anzubieten. Das Ganze eben auch verknüpft mit einer gestärkten Landschaftsplanung, mit einer aktuellen Landschaftsplanung, Digitalisierung mit einfließen zu lassen, naturschutzfachliche Grundlagendaten zur Verfügung zu stellen und nicht zuletzt eben auch eine Diskursplattform und Mehrwert für Kommunen bereitzustellen. Ich finde, also dieses Projekt finde ich, das macht mich immer so optimistisch. Ne? Es geht weiter und es gibt also immer wieder Innovationen und Aktionen, hier weiterzukommen. Ja, vielleicht was zu den künftigen Entwicklungen, das habe ich ja mehrfach schon anklingen lassen. Die Digitalisierung von Prozessen geht uns alle an und wird uns auch nicht verschonen. Also zum einen die Anforderungen, die aus der europäischen Ebene auf uns zukommen, die da zukünftige Datentransformationen gewährleistet sehen wollen.
also auch die offene Nutzung von Geodaten ermöglichen wollen. Aber auch in Deutschland sozusagen das Online-Zugangsgesetz, das also das Thema digitale Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen will und den Datenaustausch standardisieren will. Also das alles über die Geodateninfrastruktur Deutschland sozusagen bereitgestellt. Also das ist der Auslöser. Und für den Bereich der räumlichen Planung, wenn Sie so wollen, habe ich hier mal den X-Planungsstandard mitgebracht. Das ist also eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Dazu gibt es auch einen offiziellen Beschluss von 2017, ist der schon. Der ist vielleicht so ein bisschen unbemerkt über uns gekommen, aber bringt sozusagen hier dieses Thema Datenaustausch, einheitlicher Datenaustausch im Bereich der räumlichen Planung voran. Der soll sozusagen bis 2023 so weit etabliert sein, dass wir da auch wirklich damit arbeiten können. Beziehungsweise für neue IT-Verfahren ist er ja schon jetzt sozusagen anzuwenden, aber auch bestehende Verfahren sollen dann dahin geleitet werden. Die Leitstelle X-Planung, die von Bund und Ländern finanziert wird, befindet sich im Übrigen in Hamburg und ist da also auch ganz, ganz aktiv und engagiert. Ja, vielleicht zum Thema Digitalisierung. Das ist hier in der Tat meine These von mir. Also die digitale Planungskultur nimmt natürlich nicht nur in der räumlichen Planung Fahrt auf und gewinnt an Bedeutung, sondern auch in der Projektplanung. Das heißt, wir haben es auch da mit digitalen Planungs- und Entscheidungssystemen zu tun. Und das freut mich auch, dass hier also Vertreter der Autobahn des Bundes dabei sind, weil das, finde ich, gehört immer irgendwie zusammen. Wir haben also diese digitale räumliche Planung, aber eben auch diese Projektplanung geht zunehmend in diese digitale Richtung. Und da muss eben Landschaftsplanung mithalten können, Daten bereitstellen, Informationen verfügbar machen, weil dann nur dann kommt man sozusagen in diese Prozesse der Planung und Entscheidungsvorbereitung rein. Da denke ich, verändert sich auch die Planungskultur ein bisschen, ob die da immer noch so streng geordnet nach Ebenen ist. Das sehen wir dann mal. Also da geht es ja dann auch eher so, dass das iterative Prozesse sind, wo sich neue Sachverhalte bilden und abbilden und in Entscheidungsvorbereitung zugeführt werden. Also das ist sozusagen das, wo ich eine massive künftige Entwicklung sehe, die zum einen gewinnen die planerischen Aussagen an Schärfe, aber eben auch an Bedeutung, um sie sozusagen in räumliche Planung, Fachplanung integrieren zu können. Es ergeben sich auch erweiterte überregionale Auswertemöglichkeiten. Und wir haben zumindest in dem Bereich der X-Planung gibt es ja auch eine amtliche Evaluation, also da auch eine gewisse Qualitätsprüfung mit drin. Das sehe ich jedenfalls als Chance für Landschaftsplanung. Es ist natürlich auch eine Herausforderung. Es ist ein sehr komplexer Standard. Wir haben zum einen die Gesetze, aber wir haben auch die Plansprache und Darstellungen. Das Ganze muss man auch technisch handhaben können. Da muss ich persönlich gestehen, bin ich schon ausgestiegen. Aber es ist trotz allem, denke ich, eben die Zukunft. Und da müssen wir uns dem Ganzen auch stellen. Das hatte ich schon versucht anzudeuten, hier nochmal ausgedrückt. Also es ist auch ein gewisses Umdenken erforderlich. Also wir haben zum einen dieses standardisierte Modell und trotzdem darf uns die kreative Planung, die kreative Landschaftsplanung nicht verloren gehen. Da vielleicht schon zum Ausblick zu kommen, das kommt, glaube ich, auch dem Zeitplan hier zugute. Wir haben zum einen die Stärkung des Instruments durch die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes und des Insektenschutzgesetzes. Wir haben damit eben eine Stärkung des Instruments an sich, aber wie ich finde auch der Ebenen von Landschaftsplanung
also diese programmatisch-strategische Ebene stärker bedienen können und auch bedienen müssen, weil wir eben, wie ich schon gesagt habe, in Zukunft eben auch für komplexe Anforderungen, komplexe Lösungen brauchen, wenn Sie an das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung denken, wenn Sie an das Thema erneuerbare Energien denken, an das Thema Landschaftserleben denken, dann muss sozusagen diese programmatisch-strategische Ebene Aussagen treffen, auch die konzeptionelle Ebene. Die Kommunen haben vielleicht wieder ihr ganz eigenes Bedarfsprofil, aber auch da gibt es ja Entwicklungen, die gerade mit diesen Themen Grünraumversorgung, Freiraumversorgung, Biotopverbund in der kommunalen Planung. Also das alles es sind ja Anforderungen, Bedarfe, die an eine moderne Landschaftsplanung gestellt werden und die natürlich jetzt mit einer Stärkung des Instruments auch da, denke ich, an Fahrt aufnehmen und dort ja, konkretisiert werden können. Die Standardisierung hatte ich schon angesprochen, dieses Thema, das, oder nennen wir es vielleicht Vereinheitlichung, die also zu einer Schärfung der Inhalte führt. Das soll nicht heißen, dass da Kreativität oder Individualität verloren geht. Aber ich denke, wenn wir sozusagen da inhaltlich einheitlich herangehen, wird es, glaube ich, auch den Anliegen von Naturschutz und Landschaftspflege gut tun und der Landschaftsplanung insbesondere gut tun. Das hatte ich schon mehrfach gesagt, eben diese räumlichen und sachlichen Teilpläne und Teilfortschreibungen auf aktuelle Anforderungen bezogen. Das ist so ein bisschen ein Trend, den ich wahrnehme. Der hat Vorteile, der hat Nachteile, kann man diskutieren. Aber eben, dass es doch auch da um Reaktionen auf aktuelle Anforderungen geht. Und nicht zuletzt eben technische Weiterentwicklung und vor allem die Digitalisierung spielen da eine Rolle. Und was auch, glaube ich, habe ich jetzt nicht so beleuchtet, aber das kann man, wenn Sie so wollen, sogar in einem eigenen Forum mal vertiefen, der Bedarf an öffentlicher Mitwirkung. Ne? Also was, das ist nicht nur der aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter, sondern die Bevölkerung an sich hat ein erhöhtes Bewusstsein für Naturschutz, für Naturerleben, nicht nur vor der Haustür. Und dieses Bewusstsein führt natürlich dazu, dass man auch mitwirken will an bestimmten planerischen Entscheidungen, landschaftsplanerischen Entscheidungen, aber auch anderen räumlichen Entscheidungen und daran teilhaben will. Ich glaube, wenn wir das aufgreifen und auch dazu gibt es ja Vorhaben, die wir beauftragt haben, die Frau Professor Schmidt für uns durchgeführt hat. Also da sozusagen innovative Methoden aufzugreifen, kommen wir auch ein ganzes Stück voran. So, damit wäre ich mal mit meinem Überblick oder mit meinen Schlaglichtern, die mir wichtig waren, soweit durch. Ich denke, das schließt sich dann an, was Wolfgang Wende uns noch berichten wird aus seinen Recherchen und Untersuchungen. Aber ich möchte meinen Vortrag nicht beenden, ohne hier noch eine kleine philosophische Betrachtung anzuschließen. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Es gab so Mitte der 90er Jahre eine Auseinandersetzung von Karl-Heinz Hübler, Opas Landschaftsplanung. Oh, ja, ja. Und das kann man ja so und so sehen. Der Garten und Landschaft war das. Ganz, ganz böse und auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so böse, sondern eher wirklich auch so der Anspruch, da wieder einen Impuls zu setzen und Innovationen anzuregen. Und ich denke, wenn wir mal so auf 20 Jahre zurückblicken, hat es doch immer wieder Innovationsschübe gegeben, die das Instrument gestärkt haben, die auch dafür gesorgt haben, dass wir da neue Ideen und ja, Planungsmethoden auch angewendet haben. Und ich denke, wenn wir uns gerade mal neuere gesellschaftliche Trends angucken, da kann ich mir es nicht verkneifen, nochmal auf das Bundesverfassungsgericht hinzuweisen, zu 20a Grundgesetz. Ne? Also
Planung auch für die Zukunft auszurichten, sozusagen unseren Energieverbrauch, unseren Flächenverbrauch, unseren Naturverbrauch nicht linear fortzuschreiben, sondern da wirklich innovativ zu werden. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass Landschaftsplanung auf allen Ebenen oder auf welcher Ebene auch immer hier wirksam werden kann und da auch Angebote hat. Und von daher denke ich, blicke ich jedenfalls optimistisch auf die künftige Entwicklung der Landschaftsplanung, auf eine optimistische Perspektive. Damit danke ich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben uns vereinbart, dass Wolfgang Wende gleich anschließt und wir dann beide Vorträge insgesamt diskutieren können. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag, also besonders auch natürlich für die Herausforderungen, die Sie auch noch hervorgehoben haben, auch in digitaler Hinsicht und natürlich auch das Plädoyer für die Landschaftsplanung am Schluss. Und wir haben uns entschlossen, dass Herr Wende direkt anschließt. Ich muss allerdings noch eins sagen, das habe ich eben vergessen. Also die Vorträge werden beide aufgezeichnet, die Diskussion nachher, wo Sie beteiligt sind, nicht. Also Sie können sich nachher frei fühlen, sich zu äußern. Jetzt bitte ich Wolfgang Wende, dein Co-Referat zu halten. Ja, vielen Dank. Ein bisschen schalten hier. Ja, Matthias, ganz herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Sicherlich ganz spannende Punkte. Und wir werden in der Diskussion gleich auch mit dem gesamten Auditorium, auch dem Online-Auditorium sicher auf das ein oder andere zurückkommen. Ich erlaube mir, das ein wenig zu ergänzen, indem ich einen Blick zurückwage, so ein bisschen retrospektiv und berichte aus einem DFG-Projekt, was sich mit der Analyse der Landschaftsplanung wirklich intensiver auch beschäftigt hat, das Ganze vorstelle und noch ein bisschen sozusagen ergänze zur Frage, wo und wie wird denn die Landschaftsplanung und hier vor allen Dingen eben auch die kommunale Landschaftsplanung denn wirksam in der realen Landschaft? Und können wir das messbar machen? Und wo lassen sich denn da Erfolge, aber möglicherweise auch noch Defizite erkennen? Und auch hier der Hinweis auf die Kollegen Ulrich Walz und Christian Stein, die an dem Projekt ja damals auch beteiligt waren. Also es ist nicht nur so, dass ich mich jetzt mit deren Federn schmücken möchte, sondern es war wirklich eine Teamarbeit, hat sehr viel Spaß gemacht und wir waren sehr froh, dass das auch von der DFG doch so grundlagenorientiert unterstützt wurde. Die Hauptfrage, Forschungsfrage, der wir uns gestellt haben, habe ich nochmal hier versucht zu illustrieren und auch aufgeführt, nicht welche Wirkungen hat die kommunale Landschaftsplanung denn letztlich tatsächlich auf landschaftliche Ausprägung, auf Strukturelemente, auf Aspekte der Landschaftsentwicklung. Also wird der Plan als solcher irgendwie wirklich auch wirksam in der Landschaft? Und hier muss ich nochmal betonen, dass wir uns in diesem ersten Schritt, in dieser ersten Studie tatsächlich ausschließlich mit der sogenannten Plan-Conformance beschäftigt haben und noch nicht mit der Plan-Performance, wie man so schön sagt, mit theoretischem Zugang. Also wir haben uns wirklich beschränkt auf Aspekte, die durch den Plan als solches ausgelöst wurden und haben noch nicht Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung. Matthias, du sagtest gerade, der Teilhabe der Planungsakteure, Planungsakteurinnen, auch der lokalen Akteure, damit haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt. Da haben wir wirklich erst randliche Informationen, sondern hier haben wir wirklich geschaut, Plan als solches und gibt es da Zusammenhänge mit der Landschaftsentwicklung. Was haben wir gemacht? Wir haben eine repräsentative Stichprobe von Gemeinden mit und ohne Landschaftsplänen gezogen. Ist schon ein bisschen länger her, hier aus dem Jahr Stand 2013. Sie sehen hier die Übersicht dieser repräsentativen Stichprobe. Das heißt, zufallsgesteuert wurden die Gemeinden ausgewählt und wir haben dann geschaut, wer hat also einen Landschaftsplan aufgestellt, wer hat das noch nicht? Und man kann ganz gut sehen, das ist ja schon ein bisschen her, aber doch relativ viele Kommunen schon Landschaftspläne hatten zum damaligen Zeitpunkt. Und was wir auch feststellen konnten, ist, dass die Aufstellungssituation ganz eng zusammenhängt mit dem Bundesland, in dem sich eine Gemeinde befindet. Das hat also den größten Einfluss, haben wir herausgefiltert. Also spielt schon eine Rolle, ob jetzt eine Kommune beispielsweise in Rheinland-Pfalz ist
oder eine andere Kommune in einem anderen Bundesland. Also das Bundesland hat hier den größten Einfluss auf das Vorhandensein eines Landschaftsplans. Jetzt kann man fragen, was steckt denn dann noch dahinter? So weit sind wir nicht, aber es hat sehr große Zusammenhänge mit den Bundesländern. Interessant für uns, und das war ein bisschen überraschend, ist, dass es eigentlich keine wesentlichen Unterschiede gibt zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Das macht keinen großen Einfluss aus, ob eine Kommune jetzt einen Landschaftsplan hat oder nicht. Ja, wir haben da ein bisschen weiter geschaut und geguckt, welche Kommunen sind das denn nun, die also bevorzugt Landschaftspläne aufstellen, welche sind eher weniger häufig mit der Aufstellung von Landschaftsplänen. Und wir haben so ein paar Faktoren herausfiltern können. Auch Bevölkerungsdichte hat einen durchaus nicht unrelevanten Einfluss darauf, ob ein Landschaftsplan vorliegt oder nicht. Also Kommunen, die eine höhere Bevölkerungsdichte haben, hier 501 bis 5000 Einwohner pro Quadratkilometer, da haben die Kommunen in unserer Stichprobe 97% alle einen Landschaftsplan gehabt. Kommunen mit geringerer Bevölkerungsdichte, 0 bis 25 Einwohner pro Quadratkilometer, dort hatten in etwa nur die Hälfte der Kommunen Landschaftspläne. Also man sieht schon, das hat was mit der Bevölkerungsdichte zu tun. Es hat auch was mit der Lage der Kommune zu tun. Je zentraler, und hier besonders die sehr zentralen Kommunen, die hatten fast alle einen Landschaftsplan, die eher peripher gelegenen hatten keinen Landschaftsplan oder weniger hatten dort einen Landschaftsplan, nicht nur die Hälfte der Kommunen, die wir herausgefiltert haben. Und ein weiterer signifikanter Einflussfaktor war der Anteil der Landwirtschaftsfläche. Also je höher der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gemeindefläche ist, hier über 80% Landwirtschaftsfläche, desto geringer die Aufstellungsquote eines Landschaftsplans. Und dass man also wirklich auch hier sagen kann, eher landwirtschaftlich geprägte Kommunen zum damaligen Zeitpunkt noch unterrepräsentiert Landschaftspläne aufgestellt. Ja, so ein kurzes Zwischenfazit zum Stand. Wie gesagt, Aufstellungsstand der örtlichen Landschaftsplanung. Zum damaligen Zeitpunkt etwas über 70% aller Kommunen hatten schon einen Landschaftsplan. Das wird sich sicherlich bis heute auch noch mal ganz erheblich geändert haben. Wenn man sich so den Trend anschaut aus der Vergangenheit, würde ich tippen, dass wir also mindestens 80-85% aller Kommunen heutzutage auch mit Landschaftsplänen ausgestattet haben. Aber es gibt auch heutzutage noch Kommunen ganz ohne Landschaftsplan. Das ist ganz spannend, also nicht nur alte, sondern eben auch ganz ohne Landschaftsplan. Ich sagte schon, es hängt wesentlich vom Bundesland ab, ob Landschaftspläne dort in einem hohen Stand oder geringeren Stand vorkommen. Agrarisch geprägte Kommunen in peripherer Lage tendenziell weniger häufig, dass diese Kommunen Landschaftspläne aufstellen. Und da haben wir uns dann doch auch gefragt zum damaligen Zeitpunkt. Man muss aber auch sehen, dass gerade diese Räume ja auch eine besondere Bedeutung für die Förderung der Biodiversität haben, nicht? Insbesondere durchaus auch agrarisch geprägte Kommunen. Und hier könnte man natürlich nochmal nachdenken, ob man nicht dann auch zu einer Flächendeckung kommt in Deutschland und auch zu einer Aktualisierung kommt, indem man eben auch ganz gezielt diese eher peripher gelegenen, agrarisch geprägten Kommunen irgendwie auch nochmal fördert. Ich glaube, dass die ohne einen besonderen Schubs möglicherweise in Zukunft auch dann noch nicht so sehr auf das Instrument Landschaftsplan setzen. Ja, das zum eher, sagen wir mal, Stand der Landschaftsplanung als solchen. Wir haben dann in einem analytischen Schritt tatsächlich geschaut, was sind denn nun die Einflussfaktoren eines Plans und auch der Komponenten des Plans auf bestimmte Indikatoren zum Zustand und zur Struktur der Landschaft. Und wir haben auch versucht, das so ein bisschen zu kontrollieren und haben sozusagen auch weitere mögliche Einflussfaktoren, Wahlergebnisse, Einwohnerdichte, Reliefvielfalt, Naturraum, Ertragspotenzial neben dem Landschaftsplan für die Kommunen miterhoben, um sozusagen besser Rückschlüsse auf die Wirksamkeit dann des Landschaftsplans selber machen zu können. Und geschaut haben wir uns zum Beispiel die Naturnähe an, Hämorrhoie, Schutzgebietsquote, Zerschneidungseffekte, aber auch so Strukturmaße, Hecken, Baumreihen, Dichten, Freiraumflächen, bebaute Fläche und geguckt, ob es jetzt hier Zusammenhänge gibt. Und ich kann wirklich nur zweimal vorstellen in der Kürze der Zeit, aber wir haben da eine ganze Fülle von, sagen wir mal, Ergebnissen auch
herausgefiltert. Auffällig war zum Beispiel der Indikator Dichte gehölzartiger Elemente. Also Waldränder, Gehölzränder, Hecken, Baumreihen. Matthias Herbert sagte vorhin so das Stichwort grüne Infrastruktur. Das würde ich irgendwie hier auch so subsumieren könnten. Die Dinge, die mit der grünen Infrastruktur zusammenhängen und nicht unbedingt flächig, sondern eher, sagen wir mal, linear, punktuell, strukturell wirksam werden. Hier haben wir geschaut, gibt es denn da Zusammenhänge? Und man sieht, dass wir tatsächlich belegen können, dass wenn A, ein Landschaftsplan vorhanden ist und dann aber noch viel wichtiger, die Qualität, mit der dieser Landschaftsplan entwickelt und auch geschrieben und produziert wurde, die Qualität hoch ist, desto höher ist auch die Dichte von Landschaftsstrukturelementen in genau diesen Kommunen. Und das betont nochmal, dass es nicht allein der Landschaftsplan als solches ist, sondern es ist tatsächlich die Qualität, mit der der auch entwickelt ist. Und da könnte man in Zukunft auch nochmal drüber nachdenken, ob nicht auch Stichwort Qualitätsmanagement da auch nochmal einen Schub in der Wirksamkeit geben könnte. Also hier haben wir tatsächlich mittlere Zusammenhänge gefunden. Und nun ist jetzt sozusagen das zunächst mal nur eine Korrelation und noch keine Kausalität. Also es ist wirklich der Landschaftsplan. Es könnte ja auch andersrum sein, dass gerade in den Kommunen, wo eine hohe grüne Infrastrukturdichte ist, dass gerade dort sich der Planer besonders Mühe gibt. Könnte ja auch so rum aufgelöst werden, die Hypothese. Deswegen haben wir also auch noch mal einen Zeitschnitt gemacht und geschaut, wie sieht das aus mit der Zeitdauer zwischen Inkraftsetzung eines Landschaftsplans bis in unser Aufnahmejahr 2013 und dann dieser Gehölzstrukturdichte. Und wir sehen also auch hier in diesem Zeitschnitt die Zunahme in der Dichte von Landschaftsstrukturelementen, je mehr Zeit dort dem Landschaftsplan sozusagen gegeben wird, wirksam zu werden. Und das ist schon dann noch ein sehr starkes Indiz, dass es doch tatsächlich auch auf die Qualität des Landschaftsplans selber zurückzuführen ist, dass hier einfach auch Dinge umgesetzt werden. Ja, lineare Strukturen. Ein zweiter Indikator, nämlich Grünland und die Grünlandentwicklung, die auch auffällig war. Hier haben wir wiederum einen Zeitschnitt gerechnet und uns geschaut in den Kommunen, wie entwickelt sich denn der Grünlandanteil über den Zeitraum 2000 bis 2014. Hier die Karte ist jetzt nicht ganz passend, die geht nur von 2006 bis 2014. Wir hatten aber eben die Daten wirklich über einen längeren Zeitraum. Und man kann hier sehen, und das ist tatsächlich auch statistisch signifikant, dass in den Kommunen, wo wir einen Landschaftsplan haben, im Schnitt der Anteil der Grünlandfläche an der Landwirtschaftsfläche sogar zunimmt um 0,55%. Ist jetzt nicht viel, klingt nicht viel, kann aber bei gewissen Gemeindegrößen durchaus schon auch einiges an Hektar bedeuten, was da an Grünland hinzukommt im Laufe der Jahre. Und in den Kommunen ohne Landschaftsplan im Schnitt eine signifikante Abnahme des Grünlandanteils hier um minus 1,7% zu verzeichnen ist. Das ist auch eine relativ große Stichprobe, die wir hier haben. Und es zeigt sich also tatsächlich, dass hier im Laufe der Zeit der Grünlandanteil dann doch auch mit Landschaftsplänen signifikant zunimmt. Das kann durch Maßnahmenumsetzung sein, das kann aber auch durch einen besonderen Schutz von Grünlandflächen vor Flächeninanspruchnahme sein. Möglicherweise wird die Flächeninanspruchnahme dann eher auch so in die Bereiche gelenkt, wo kein Grünland ist. Ja, also ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also zusammenfassend, wie gesagt, in aller Kürze, und man kann auch methodisch wirklich weiter drüber diskutieren, da braucht ich mehr Zeit, um das auch nochmal näher zu erläutern. Kommunen mit Landschaftsplan haben einen höheren Anteil naturbetonter Flächen, einen geringeren Kultureinfluss, und das ist insoweit auch spannend, weil wir ja gesehen haben, dass eigentlich Kommunen mit Landschaftsplänen eher städtisch geprägt sind, eher zentral, weniger peripher. Also extrem spannend für uns zu sehen, dass es dann trotzdem geringeren Kultureinfluss aufweist. Höhere Randliniendichte aller Siedlungsfreiflächen und Freiraumflächen. Kommunen mit Landschaftsplan weisen eine geringere mittlere Flächengröße unbebauter Flächen auf und höhere gehölzdominierte Ökotondichte. Und ich möchte zusammenfassend nochmal die letzten drei Bullet Points hier wirklich hervorheben. Es
hängt von der Qualität des Landschaftsplans ab, dass wir tatsächlich eine Umsetzung des Konzepts von grüner Infrastruktur haben. Und Qualität des Landschaftsplans hier insbesondere auch auf die Kapitel bezogen, die sich mit der Maßnahmenentwicklung und mit Fragen der Umsetzungshilfe und so weiter orientieren. Also es ist weniger das Kapitel, wo es um Bestandserhebung geht und auch weniger das Kapitel, wo es um Bewertung geht, was qualitativ sozusagen da einen Einfluss hat, sondern es ist wirklich der Maßnahmenteil, der anscheinend ganz entscheidend ist für die Praxis, dass dort Dinge eben auch in Richtung höhere Dichte von Landschaftsstrukturelementen dann auch umgesetzt und aufgebaut werden. Örtliche Landschaftspläne helfen beim Schutz von Grünland und bei der Entwicklung und möglicherweise Extensivierung durch Neuschaffung von Grünland, wo die Landschaftsplanung, die kommunale Landschaftsplanung nicht wirklich hilft, ist beim Verhindern von Flächenverbräuchen. Dort konnten wir keine Unterschiede sehen zwischen den Kommunen mit oder ohne Landschaftsplan. Aber wie gesagt, Kommunen mit Landschaftsplänen steuern den Flächenverbrauch weg vom beispielsweise Grünland. Also hier wird in der Fläche tatsächlich doch auch empirisch belegbar diese Steuerungswirkung, die der Landschaftsplan ja auch aufweisen soll. Wenn wir über Entwicklung, Landschaftsentwicklung sprechen, dann wirkt der Landschaftsplan aus unserer Sicht vor allem über den Aufbau grüner Infrastruktur, möglicherweise weniger in der Fläche. Ja, das in aller Kürze und ich hoffe, das ergänzt vielleicht nochmal in einem kleinen Aspekt jetzt den ganz wunderbaren Vortrag vom Matthias, nochmal erlaubt, hier auch Literatur zu zeigen. Und ich denke, wir können dann, Juliane, in die Diskussion einsteigen. Ja, erst einmal vielen Dank, Wolfgang, für den interessanten Vortrag und auch nochmal diesen Überblick über deutsche Landschaftspläne und auch eben die Korrelation zu den Qualitäten, die vielleicht dann auch durch den Landschaftsplan hergestellt werden.